Sir Eagle to kill. Take that. Amen. Zweiter Tag, wir sind in Samai wieder und wie viele Autos wieder abgesteppt worden. Köln, Gladbach, Mill, keine Ahnung wo das ist. Gestern Abend hatten wir ja ein Problem gehabt hier mit dem Mercedes. Also gestern Abend haben die das gemacht, ne? Ich glaube so 16, 18 Uhr, ich weiß nicht mehr wie viel Uhr, hat hier unser Uster das ausgebaut, hat die Pumpe abgebaut, hat das schon abgeschickt und wir haben schon morgens hier und die Pumpe ist schon da, general überholt, haben die schon fertig gemacht. Jetzt liegt das Teil wieder da, dann wird das wieder eingebaut, Wahnsinn. Ja, hier wird alles sofort gemacht. Das ist gut. Ja, aber am Montag so eine Menge Ecke. Ich höre hier illegale Sachen. Hier ist auch nochmal ein Audi. Keine Ahnung, was hier dran ist. Muss mal den Uster fragen. Die ganzen Usters sind da am Machen. Also das ist echt so. Die Autos werden hier immer permanent abgeschleppt. Und dann gucken die, dass sie sofort erstmal den Fehler ermitteln. Und danach wird sofort alles organisiert. Es gibt ja auch viele Leute, die wollen das nicht. Gehen dann woanders hin oder so. Ist natürlich jedem selbst überlassen, wo er repariert. Aber ich kann hier sagen, hier ist es schon gut. Bis jetzt, was ich gesehen habe, die helfen. Und jedes Auto, der hier abgesteppt wird, kurze Zeit heimgeschickt. Das ist Wahnsinn. Meiner, der wäre auch schon gestern fertig. Aber die Teile müssten wir ja bei Audi bestellen. Deswegen, ich hoffe mal, da ist nichts mehr dran. So. Achso, meine Teile sind noch nicht gekommen. Kommen so. Der schätzt so um die 2 Stunden wird noch braucht und wir werden jetzt auch gucken, dass wir irgendwie 2 Stunden irgendwas machen. Vielleicht brauchen wir einen neuen Haarschnitt oder so, Essen. Und dann kommen wir wieder und dann hoffe ich mal, dass die Teile da sind und dann wir richtig loslegen können. Weil wir wissen ja immer noch nicht, ob der irgendwelche Folgeschäden hat oder ob er noch einen Schaden hat. Weil der hat schon extrem gerocht danach. Ne? Deswegen werden wir sehen. Gut. Dann bis später so. Ja, ich muss kurz heim. Komm mal, jetzt ist ja los da. Da gehört ich mir ja. Tisch einfach arbeitet. Krass. Er hat so eine Box, wo die ganzen Schrauben sind. Er hat die raus, er weiß, wo die sind. Also was ich hier sehe, ist Wahnsinn. Auch nicht so eben gemacht bei dem. Also jeder Mechaniker kotzt bei der Arbeit. Krass, ne? Also ist, wie schnell das hier geht. Und jetzt bauen wir den wieder ein und dann kann ja die Familie wieder zurück. Und ich hoffe, die haben dann einen schönen Urlaub oder fahren halt wieder heim, weiß ich nicht. Was dem passiert ist, Hammer. Der wurde in Bulgarien abgeschleppt. Die haben auch irgendwie 10, 12 Stunden gewartet. Und was ich ja gehört habe, ich kann jetzt nicht sagen, ob es stimmt oder nicht. Also der Abschleppdienst hat das irgendwo in die Grenze abgeschleppt, aber wollte das Auto nicht abgeben. Die wollten nochmal extra Geld haben, damit er das Auto abgeben. Es ist, wenn sowas echt ist, dann ist es traurig, das soll ich sagen. Die sind so verzweifelt gewesen. Und dass wir dann sowas machen, das ist nicht menschlich. Ich bin sowieso der Meinung, wenn man irgendwie in Not ist, dann soll man arbeiten. Dann soll man irgendwas machen. Ne, ich würde lieber obdachlos werden, als kriminell zu sein. Ehrlich. Ah, guck mal. Auspuffanlage zur Seite hängt da. Ja, sag mal, wo die Scherde hier kommt, wie immer. Wo der mir, der mir?
Motul, bestes Öl. Usta, ne yapıyorsun? İçini kestik, boşalttık. Also, die haben Partikelfilter entleert. Hier Partikelfilter kırık mıdır, kırık değil mi? Partikelfiltesi şu an içi boş, kırık. Ama tamam, şimdi kırık. Ama öncesi nasıldı? Daha öncesinden tıkalıydı. Komple erimiş, içini tıkalıydı. Eremiş. Evet, o gördünüz mü o şeyleri? Uzun yoldan dolayı. Uzun. Sen onları gördün mü içindekine? Gördüm, evet. İçinden orada poşet içinde. Partikelfilter ist kaputt gegangen. Also geschmolzen. Und wir haben jetzt keins gefunden. Sag ich mal jetzt vorsichtig. Und haben auf jeden Fall Partikelfilter einmal leer gemacht. Ja, okay. Wenn ich natürlich... Wow, was ist denn? Guck mal, guck mal. Die haben es auf jeden Fall jetzt leer gemacht. Du kannst da kapattın Samir abi. Hiç kapamadık diye. Hiç kapatmadık. Sen hiç uyumaya gittin mi? Uyuyorum, ara sıra uyuyorum. Şekerleme yani bir saat geçiriyor yine böyle devam. Aynen öyle. Şekerleme yapıyor. Allah Allah. Es ist Wahnsinn hier. Also ist so. Also die haben 24 Stunden offen, weil die ja auch für ADAC arbeiten. Und die ganzen Autos werden abgestellt. Also die hatten heute Morgen auch schon ein paar Autos gehabt. Und die hier alle, die schlafen nicht. Also es ist echt so, dass sie hingehen, eine Stunde sich hinlegen und dann wieder arbeiten. Weil die einfach viel zu tun haben. Es ist unglaublich, was die aus diesen zwei Hallen rausholen. Wie viele Autos hier rausgehen. Wow, ehrlich. Die wird permanent gearbeitet. Richtig, weiß ich. Ja. Tamam usta, kolay gelsin, sonra görüşürüz. Ich finde das so geil, ne? Und dann kriege ich Chai, gib mir Cola. Also, wie gastfreundlich wir sind, also es ist Wahnsinn, das liebe ich auch an uns, muss ich sagen. Ne? Wenn du hier eine Panne hättest, so irgendwo, viele würden auch stehen bleiben und sofort dir versuchen zu helfen. Das finde ich einfach nur geil. Ja, ich warte immer noch auf die Teile. Es ist schon 3 Uhr. Ist noch nicht gekommen, leider. Warten. Und bis dahin film mich hier, ne? Also ich würde echt mal überall vorbeigehen und echt euch vieles zeigen, aber ich muss erstmal mein Auto fertig kriegen. Das können wir irgendwann mal machen, wenn ihr wollt. Ja. Sehr, sehr interessante Sachen offen. Jetzt gibt es die Hochzeit. Sauber, Kamera. Und burası iyi gözüküyor. Bekle. Bekle, aynen. Aceliyor. Sağ ol. Olay, dur. Ha, tamam, iyi. Ben bakıyorum. Tamam. Ben bakıyorum. Yavaş yavaş. Sağ ol. Sağ ol. Orada sıkıntı yok. Bir dakika abi. Ben bu tarafa geçeyim. Sağ ol. Bekle. Okanem. Bak şurada havalandırma var. Evet. Havalandırmayı kurtar oradan bir yerden. Geçti. Şeyler geçti. Kıraversin abi. Nerede bu? Kokuma. He? Pokemon. Bekle, geliyorum o tarafa da. Bir dakika abi. Sen bana gelir lokma tabanca ayarlasana. Evet, değil. Elektrikli mi vereyim, havalı mı vereyim? Havalı ver, havalı. Adam Pokemon değil ya. Fenomen, fenomen. Maşallah. Also der wird eher fertig als meins. Aber eine gute Nachricht, wir haben bei VW angerufen, die Teile liegen schon dort. Die haben sich aber leider nicht gemeldet, weil ich... Anscheinend sind sehr viele Autos stehen geblieben. Ja, und jetzt kommen die Teile und dann baue ich das Ganze auch wieder ein. Und so sitzt das Ding. Da sitzt er. Natürlich noch schief. Halbe Stunde. Otsaka geçmedi, değil mi? Wir wollen jetzt einmal mal starten, bevor wir zusammenbauen. Bekle. Ach so, meine Teile sind gekommen. Hast du das Teil schon mal? Ja. Bunlar var mı?
Ya lan bu İlkan abinin yapacağı işi sokacağım şimdi ama. Sadece bunları mı verdiler sana? Tamam. Sazlı böyle dedi işte. Orada Agay'la konuştuk da sakla abi. Oo ya. Yani. Bir hafta kekesin. Der ruft jetzt an. Schaden, aber sowas von. Oder eine Düse. Ja, aber das konnten wir natürlich nicht vorher wissen. Ne? Die Hochpumpe war ja kaputt und der Wagen lief ja auch nicht. Ich hoffe mal, das kriegen wir schnell hin. Meine Teile sind gekommen. Ich soll hier zwei von dem hier holen, Balata Spray. Bei uns ist es ja Bremsreiniger, deswegen. Also ich sehe hier geradeaus und dann soll er hier irgendwo sein. Guck mal Leute, das ist hammergeil. Schmied oder was hier? Wahnsinn. Geil. Wir haben uns das jetzt geholt und jetzt fangen wir mit unserem Auto an. Das Herr kann uns da wieder selber zusammenbauen. Egal, Hauptsache wir sind fertig heute und hoffen, dass wir keine Folgeschäden haben. Also der Kameramann spricht jetzt alles auf Türkisch leider, aber wir haben keinen anderen Kameramann. Sen rahat rahat yap abi. Sen bana arkadaşa bir şey soruyorsan sor. Sorma. Ya kendin bilmiyorsan ne yaptığımızı sor. Biz bilmiyoruz ki ne yaptığımızı. Aynen. Sonra bir... Pokemon'a soru sorabilirsin. Kamerayı kullanamıyoruz ha. Ne? Rahmetli anan kamerayı kullanamıyoruz. Ben bir şey demeyeceğim şimdi. Kamera çekiyor. Bu arkadaş bize... Sanayimizin prensesi Okan Usta'dır. Kulları düzgün takalım. Evet. Böyle ince işlerden ancak Okan Usta anlar. Evet, ver gazı. Biraz sonra çekalım. Buradaki arkadaşlar bilgisayarda bu arkadaş kolasını içiyor. Evet, bu Acıoğulları Ota'nın baş ustası Serkan Acıoğulları. Kameraman çekiyor. Masa üstüne gitti. Onu bir halledeyim. Şunu evet, sence bir torna bir daha. Değiştirdiğinizi bana verin. Ver o sen şeyi olanı. Nereden çıkardın onu? Bu zaten bu gitti. Gitti. Kaç o gitti? 3. Kopan mı? Bu 2. 2 idi o. Tamam. Dur orada orayı. İşte. Ha işte 3 doğru. Ama burada niye numara yazmıyor daha ya? Ben buraya numaralar yazdıydım. Borulardan yerine gelir onlar. Yok, çok önemli. Bunu yanlış yaparsa... Borulardan yerine gelir. Şu boru eğik tamam, zaten değil mi? Tamam, eğik olanı. Ben şimdi ejektör takacağım, buradan basacağım, ayarlayacağım. Alles klar. Her şey yolunda. O kanacı oğulları. Bu Pokemon Serkan. Ustamız. Bunu YouTube'da seyretmemiz lazım. Tabii var. Lan bakarız. Şu Yunus abi sen bunlar. Bu zaten şeyi takacağız. Bunlar yeni değil. Bu yenileri de alalım. Ya Hacı arkadaşım hep beni çekme, motoru çek. Sen... Ventildeckel ist drauf, Dichtungen sind neu. Jetzt machen wir das alles fest. Ne yapıyorsun usta? İyisin. Gördüğün gibi. Gördüğün gibi çalışıyorsun diye ne? Evet çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun usta? İyilik çalışıyoruz. Ha, şöyle. Die anderen machen da immer noch die Diagnose. Ja. Ne yapalım diye. Jetzt müssen wir die Leitung nur noch. Die war ja verbogen. Ja, dann bin ich gleich mal gespannt. Hat den Ventildeckel, glaube ich, schon festgemacht. Ja, und jetzt versuchen wir die Leitung auf jeden Fall im zweiten Zylinder und Einspritzdüse halt ein bisschen sauber gemacht. Also der wird, glaube ich, gut qualmen, wenn der anspringt, wenn er anspringt. Ja, das ist
Adam yine yapmış gitmiş. So, jetzt machen wir den zweiten rein. Unser Problemfall. Ya dur abi, enjektörüm takacak. O kadar. Yamuk mu geldi? Dur, civatayla azıcık sıkacağız. Ve ağızları böyle mi geliyor? Aynen öyle geliyor. Schrauben sind auch alle neu. Mein Baby soll noch halten bis nach Hause, also dann kriegt er einen Service von mir. Das habt ihr nicht gesehen, sage ich euch jetzt schon. Ehrlich. Bu kadar. Fazlası yok. Ya. Çektin mi? Das waren 6 Newton und 90 Grad. Ja, die haben es ja nicht mit Drehmoment. Aber egal. Das sieht schon gut aus. Nasıl yapacağım? 17'yi alacağım. Birazcık geriye doğru bükeceğim mi? Nasıl yapacağım? Ya da burasını... Jetzt versucht die Leitung zu biegen. Çekiyorum bak ha. Bak çekeyim toplarım. Toplama var orada ya. Ben varım ya toplarım. Korkma. Anahtar verme. Parçaları da alırım. Bir gün daha yatağı bekletirim bak sizi. Yapma abi. Tövbe değil mi? Adam bu işi biliyor. Al. Ya Sıfır benim kendi 17 tekim vardı. Ya, ya onu ne yapayım ben? Ver. Tamam götürdüm yine. Kesin git tatile gidiyor. Senin yüzüne kumandayı kaybettim. Ama binerken üstünde mi be? Ne bileyim kapıdan düşürdün ya. Yok kapıyı düşürdüm. Araba yüklerken unuttuk herhalde. Ya da o çamur Şevket mi aldı cebine koydu kumanda yanlışlıkla? Ya Sait abi civata yarattırırsın bana. Satayım mı lan bunu? Ben baş usta abi öyle diyeceksin ama. Baş usta tamam öyle diyeceksin. Tür filmlerinin şeyi, kötü karakteri. So, die Injektoren alle drinnen. Er hat die festgezogen, hat die Leitung nochmal festgemacht. Und jetzt kommt die Rückleitung. So, das ist die neue Rückleitung. Die haben wir aufgestellt gehabt, weil die war ja abgerissen. Das ist ja kein Muster. Jo, oradan, arkadan donanıyor bu. Arkadan bu taraf. Ha. Ama oradan geçiyor dalga. Yok yok. Şuradan gidiyor bak. Ha. Şuradan gidiyor. Ama yine de Serkan'a, şimdi Serkan'a kızacak bize, dur. So, das ist die Rückleitung hier. Die erneuern wir auch. Wir haben jetzt alles erneuert. Ja, was soll man machen? Onu zaten canım o. Bu olmaz olmaz zaten. Ustam ne yapıyorsun burada? Çıktı mı lan? Çıktı mı parası? En kötüsü çıktı. En kötüsü çıktı diyorum. Dördüncü. Ne böyle ya? En kötü yerdeki motor ya. Kötü yerdik, çıktı da bıraktım. Drosskappe noch fest und dann müsste er eigentlich so weit anspringen, das können wir alles später einbauen. Ich bin echt aufgeregt, ob das jetzt klappt oder nicht. Ehrlich. Drei Tage hat das jetzt gedauert. Aber ja, natürlich nicht wegen denen oder so. Ne? Das eine haben wir ja nächsten Tag schon sofort gemacht und der hat das ja richtig festgeballert. Ist okay, Leute, das ist für mich überhaupt kein Problem. Das wird halten und wenn er abreißt, dann hoffentlich irgendwann, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich das selber nochmal lösen und das richtig nochmal im Drehmoment anziehen, weil ich will den jetzt auch nicht auf den Sack gehen und irgendwie auch besser machen oder so, weil das kommt hier nicht gut an, glaubst du mir.
Ha, bir tane hortum da çıkarttıydık. O hortum nerede? So. Haben noch ein Wasserschlauch irgendwo gehabt. Wo hat er das hingetan? Ein Wasserschlauch. Da, da ist er. Da ist er. Die sind die alle drauf? Die sind alle drauf. Oh, die gehen auch mal gerne kaputt, ey, wenn man die tausendmal rausholt. Son hali, bitik hali, bitmiş hali. Ya, ya abi. Bir ünlü olmak istiyorum diyorum, olmak istemiyorum diyorum. Anlamıyorum ben ya. Senin yoldaşını çevirecekler herkesin. Ne diyor? Fotoğraf motoraf isteyecekler senden ya. Son bitik hali. Sen, bak bir evet. Ünlü yapacaksan bu arkadaşı yap. Ben, asla bu, gerçekten. Ben. En anısı artist gibi bu oldu. Artist gibi bu işte. Gerçek ben sana söylüyorum. Okan Usta'nın Allah son bitik hali bu. Akşam uyumamış ne varsa Pokemon Usta da var. Bana nasıl işe şu an. Also nimm mich nicht auf, gesagt, nimm den ganzen Zettel auf. Sagen wir mal, wie sahneleri iyi çektir. Aynen, aynen. So, zünden aus, zünden an. Bir daha yapayım mı? Yap. Aç kapı, aç kapı. Tamam. Ha, tamam. So, wir wollen das entlüften. Karılar zaten bozuk. Mach den Wasser rein. Als würde ich das nicht sehen. Ist stimmt, alles gut, Leute, alles gut. Ich mach das dann alles selber. Das ist auch nicht wichtig. Für mich ist es nur wichtig. Hier wird einem geholfen, der nach Hause wieder kann. Und den Rest müsst ihr das nochmal. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das da wieder kaputt geht. Ja, ich hab das Problem so oft an. Hade, komm, bismillah. So, mal schauen, ob er wieder anspringt. Dur dur. Bir şey var bende. Abi oraya basık tutman lazım bu usta. Abi, abi dur şimdi. Wow! Kırkma bir de şniyet. Allah bir şükürler olsun ya. Bak tam da elden başlıyor bak. Aç kapı, aç kapı, aç kapı. Nasıl deniyor? Evet. Kameraya çekmen lazım ya. Sabit tut ayı. Ben çekiyorum. Fazla değil, normal 2000 devir. Ayağımda güç mü kaldı? Öyle tut. Evet, bir de şişiyor. Bir de şişiyor. Wie ein Kätzchen, keine Fehler melden. Habe ich sogar keine Dings. ACC. ACC funktioniert wieder. ACC geht wieder. I love you. Also Kürmette die war ja. Super. Aynen, seviyorsun. O kadar biliyorum. Vallahi öyle. Tüp ise maşine. Ya, aman. Ich hab geschwitzt. So, Allah'tan. Benden bir şeyler söyle şu içecek bir şeyler söyle bana. Üzülüyorum anlamak. Vallahi öyle. Ardında içecek bir şeyler söylesen. Gaz olsun az olsa bize. Bir soğuk. Böyle bu sefer tırmayacağım abi. Aynen, deswegen da was. Wir lassen den warm laufen, bisschen erdürften, hier war noch ein bisschen Sprit, alles weg und dann, oh, aber das sieht gut aus, der läuft richtig gut, richtig gut. Was für ein Gefühl, den wir da zu fahren, 3 Tagen, ehrlich, ach Mann, hat mir schon Kopfschmerzen gemacht hier, kleiner. Was geht da, um Glück? Geht schon, hier geht schon da. Sen orada klima ustasısın. Evet abi. Klimalara hep sen bakıyorsun. Aynen öyle. Daha yine bir Almancı vardı yanında zaten. Evet aynen. O klimaya yaptın, yolladın. Yolladık. Şimdi sıra sende abi. Şimdi bende. Evet. Çekiyorum. Şimdi çekiyoruz önce. Zaten hiçbir şey yok daha içinde galiba. Aynen. Az bir şey olur. Gazını, yağını güzel bir şekilde aynen basacağız. Ondan sonra buradan buz gibi göndereceğiz seni. İnşallah. Burası zaten 570 gram giriyor. Plus 20 gram
yağ giriyor. Evet. Direksiyona geçelim. Aynen, er sorgt jetzt alles ab. Und danach bitte das machen. Kaç dakika sürer abi? 15 dakika. 15 dakika sonra ben gelirim geri. Fertig mit den Nerven. Ehrlich. Ne? Das ist Wahnsinn, was wir alles erlebt haben, die Tage. Wow. Egal. Aber was willst du machen? Das sind die besten Autos. Ey, das sind die lautesten vom Sound her, von der Musikanlage her, alles laut dort. Wahnsinn. Die anderen fahren immer so, egal was für dicke Autos die fahren, immer so leise. Und die immer laut. Auto ist fertig und ich verabschiede mich nochmal vor allen. Ne? Hier, Usta. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Memnun oldum. Usta, görüşürüz. Also die haben mir echt geholfen, muss ich sagen. Echt coole Leute. Und ja, aber du bist auch gewesen, gell? Usta gelmek istemiyor kameraya ama en sonunda gelecek. So, dankeschön, das ist der Chef. Teşekkürler. Bir şey değil. Böyle yapalım. Ha! Pokemon. Teşekkürler. Abi. Vallahi ellerine koluna sağlık. Dediğim gibi bir zaman yolun düşerse buyurun hepiniz gelin. Numaranı aldım zaten abi. Bak seneye inşallah geleceğim, ışık getireceğiz. Tamam mı? Söz bak. Tamam. Ama arabayla gelmem lazım. Tamam, ona söyleyeyim. Artık bu olaydan sonra çok arabayla gelir miyim bilmem de ama gelirim. Usta var burada zaten. Seni buraya gelmem lazım. Danke schön. Auf jeden Fall bester Typ hier. Also wenn ihr hier stehen bleibt in Edirne. Hacı oğulları ist auch ein CB Talk. Ehrlich, ihr könnt das einfach blind vertrauen. Ihr seht ja auch nur deutsche Fahrzeuge und die machen auch richtig gute Arbeit. Die helfen euch und das muss ich sagen. Und ich war jetzt 3 Tage hier, habe mir das angeschaut. Erst war ich echt skeptisch, aber später muss ich sagen, die wissen, was sie tun. Das ist geil. Pokémon, teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Ah, ich meine, jetzt geht's. Fahren wir mal. Hi, Deutsch. Toni. Fahren jetzt Richtung Antalya. Wir sind frisch aus der Werkstatt raus und fahren Richtung Antalya. Voll motiviert. Genau, weil ich habe echt das Autofahren vermisst, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier eine Fahrt, 10 Stunden und 22 Minuten mit Stoppen und so, würde ich sagen, vielleicht 12 Stunden werden wir sicherlich fahren. Ne? Ja, ich war ganz gechillt, diesmal ist Multi nicht da, also fahren wir gechillter. Muss man nicht hinterher, ja. Weil es ist ja immer noch eine Probefahrt. Aber ich muss eins sagen, wir haben jetzt nochmal frisches Klimamittel reingemacht. Ey, das Ding ist saukalt. Ja. Ich weiß nicht, was für ein Mittel die hier in der Türkei nehmen, aber das ist übertrieben. Ich habe hochgestellt jetzt auf 21 Grad und es ist immer noch kalt. Ja, es ist echt, also man kann krank werden. Könnte ehrlich. Man, ja. Stell dir mal vor, ich mache jetzt auf komplett runter. Ja, wichtigste müssen wir heute noch machen. Autowasch. Ich sag dir, was das Wichtigste ist. Ich würde sagen, leicht. Überladen, aber nur leicht. Aber leicht. Nur leicht jetzt 300 Kilometer gefahren und hab noch einmal durchgecheckt, ob alles in Ordnung ist. Ist super. Läuft gut. Besser lieber ein, zweimal mehr kontrollieren als wenig. Okay. Ja, also ist gut. Also sieht gut aus. Der läuft ruhig. Super. Kleine Probleme. Wir fahren ja auch sachte, also ich will jetzt auch nicht irgendwie treten, bin ich ja eh nicht. Ja. Ne? Ja, das ist so schön hier. Ne? Also in der Türkei haben wir immer das Glück, das sind immer so leere Parkplätze. Aber guck mal, es ist auch so viel Platz. Gefühlt, genau. Und gefühlt so jede 50 Kilometer. Hast du echt schöne Parkplätze, ja. Schöne Raststätte. Immer. Man muss kein Geld für die Toiletten bezahlen. Genau. Ja,
auch. So ja, muss auch. Man ja auch sagen. Genau. So, super, Heidosch, alles durchgecheckt. Ja, schön. Und jetzt will ich mal endlich was essen nach 20 Stunden. Ohne Essen. Ohne Essen. Ich hab schon weggeworfen. Da gebe ich dir noch was zu trinken von hinten. Habe ich dir schon geholt, ein Wasser. War's. Ja. Boah. Schöne boah. Frisur. Dankeschön. Heidosch. Sieht gut aus. Dankeschön. Hast du ja auch den Friseur, hast du ja auch ausgesucht? Genau, da wo ich auf die Teile gewartet habe. Ja, genau. Ah ja, war echt wild, ja. Ja, aber wir haben. Hier ist es aber ein bisschen frisch, ne? Oder ja, frierst du nicht? Ich find's ein bisschen frisch. Ich auch ein bisschen. Aber ist doch schön, ey. Ja, ist auch okay. Hey, weißt du, 40 Grad unter der Sonne stehen? Das war heftig, ja. Ja. Gut. Das sind schon die, das ist schon die Meeresluft, die hier rüber weht. Ja, wir sind immer noch in Istanbul, ne? Istanbul sind wir jetzt so, raus. Ja, das sind so die Außenbereiche. Jetzt fahren wir gleich genau. Nachher über die Osman-Ghazi-Brücke. Genau, das zeige ich euch auch noch. Das ist auch geil. Die Brücke ist hammergeil. Es geht hier so hoch und dann geht's runter. Das weiß ich gar nicht mehr. Du weißt ja solche Sachen immer. Bin mal gespannt. Werden Sie ja gleich sehen. Ja. Diese ist erst so schön hoch und dann runter. Ja, stimmt. Hast du recht. Jetzt ist vorbei, ja. Jetzt würde ich sagen, wir sind jetzt raus aus Istanbul. Ja, ja klar. Also schon, wir waren jetzt auch in den äußeren Gebieten nur noch von Istanbul. Und ja klar, jetzt über die Brücke sind wir dann in Bursa, in der Gegend sozusagen. Ja. Oder Richtung Bursa erstmal, genau. Erstmal Yalova. Und mein Bruder, der ist ja jetzt zurückgefahren. Der kam ja nochmal bei Edirne vorbei, hat mich ja nochmal besucht, geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe jetzt gerade gehört, mein Bruder ist liegen geblieben. Fehlermeldung, Wagen hat nicht mehr gezogen. ADAC gerufen in Deutschland. Zum Glück, ne? Ja, jetzt, guck mal, was hat er gesagt? In 40 Minuten waren die da? Wurde sofort ausgelesen. AGR-Ventil. Und haltet euch fest: Baujahr 2022 X5. 4 Liter. Der das gemacht hat. Also ist nicht 4 Liter, aber 40D. Ein Auto, der so neu ist und wo das halt passiert, das meine ich. Ja? Ja. Und manche haben ja geschrieben gehabt, BMW, BMW, hier sind die BMW. Erst hat er AdBlue gehabt, jetzt hat er AGR-Ventil. Genau, mit AdBlue hat er ja auch ein Problem, ne? Genau. Das siehst du, man steckt da nicht drin. Es kann alles passieren, egal Neuwagen oder nicht. Ja. Ihr könnt ein ganz, ganz altes Auto fahren und da würde nichts passieren. Ihr könnt ein nagelneues Auto fahren und da kann alles passieren. Zum Glück, aber zum Glück ist das in Deutschland passiert. Meine Vermutung ist aber, schlechter Sport. Meinst du? Ja. Und wenn wir schon bei Pannen sind, mein Bruder, Ibi, ist auch in der Türkei. Und er hat auch eine Panne. Ja gut, Gott sei Dank. Er hat einen Reifenplatz. Was Kleines, Gott sei Dank. Das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß nicht, da ist irgendwie der Wurm drin, oder? Ja. Wir sind in Bursa. Sieht echt schön aus. Und Heidosch fährt wieder. Heidosch. Ja. Wäre cool, wenn diesmal kein Schaden. Ich hoffe es. Entsteht hier. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Ja, glaube ich dir. Ich fahre nicht mehr als 100. Quatsch, kannst du sonst normal fahren. Jetzt schlafe ich aber. We'll be right back.
sarhoş. Mit dem Audi fahren wir doch die Berge noch. Siehst du? Ja. Fast 12 Stunden gefahren. Ja. Mit viel Pause. Und Kaffee? Und Kaffee, ja. Ich habe so eine halbe Stunde geschlafen, eine Stadt hat jetzt auch 2 Stunden geschlafen. 2 habe ich jetzt nicht geschlafen, es ist gerade mal eine Stunde. Hallo? Nein, natürlich. Ich bin noch todmüde. Du hast 2 Stunden geschlafen. Gefühlt 0. Ja, du bist doch gleich da, dann kannst du schlafen und bist zum Unfall. Auf jeden Fall, aber sowas. Boah, das ist echt schön was. Ich werde so schlafen, das glaubst du gar nicht. Glaube ich dir. Also bei mir war das ja echt so, dass ich die letzten 2 Tage kaum geschlafen habe, weil ich echt nur an das Auto gedacht habe. Und ich habe jetzt den immer ganz vorsichtig gefahren und darum haben wir auch eine sehr hohe Reichweite gehabt. Also wir sind fast 1000 Kilometer gefahren und haben noch 310 Kilometer Reichweite. Wow. Da bin ich ja wohl sparsam gefahren. Du bist auch sparsam gefahren, stimmt. Und ich wollte einfach erstmal den Motor nicht so ein bisschen quälen, aber gerade habe ich den nochmal erst mal beschleunigt, hat sich super angefühlt. War richtig, ja, so wie es halt vorher war, klar. Bis also, so zum wie Schaden. Es sein soll. Was genau, er jetzt so sagt. Wie es sein soll. Aber ich glaube, wir haben vorne rechts ein Antriebswellenproblem. Echt jetzt? Ja. Haben wir ja schon mal geguckt. Der hattest hat du aber geeilt. Schon mal gesagt gehabt, ja. Genau. Ich merke das, wenn ich richtig beschleunige. Boah, bei mir ist es ein, zwei Mal passiert, dass der durchgedreht ist, ne? Echt jetzt? Ja, das war schön. Okay. Bei Allrad. Aber vorne rechts haben wir auf jeden Fall beim Beschleunigen so ein leichtes Geräusch. Aha. Ist die Antriebswelle. Das hattest du schon mal gesagt, ja. Ja. Das hörst du auch ganz kurz nur. Ja, okay, bei so viel Kraft ist es normal, dass sie irgendwann kaputt geht. Aber okay. Ansonsten muss ich sagen, ich habe einmal eine kurze Fehlermeldung gehabt, Fahrwerkstörung. Aber ich muss auch sagen, die Wege waren sehr, sehr schlimm. Da sind die Astetten alle wieder ausgefallen. Ich bin dann stehen geblieben, ausgemacht, angemacht. Und dann gingen die Astetten wieder. Okay. Hat aber ganz kurz gesponnen. Zum Glück war nichts. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gut, dann sag ich mal, bis nachher. Ja, dann fahre ich mal die Stunde noch. Ja, ja, ja. Juhu. Das ist schön hier. Auch die Straße ist schön. Jetzt kommt hier Dings, das ist ja so ein Stausee. Es könnte, guck mal, hier mit diesen Inseln und so, das könnte ja Italien sein, ne? Ja, genau, wo wir waren, ne? Die Insel sieht schön aus. Mhm. Geil. Hey, haben die Insel drauf gemacht? Weiß nicht, die Felsen, die waren bestimmt schon vorher da. Okay, guck mal, hier ist so ein Canyon. So. Wow, habe ich noch nie gesehen. Ja, stell mal vor, das würde voll überflutet werden, wenn die da die Schleusen öffnen würden. Ja. Richtig schön hier, muss man echt sagen. Wir sind jetzt in Antalya. Genau. Wir haben es geschafft. Ja. Ist nicht mehr lang jetzt noch. Jetzt steht da 22 Kilometer bis zur Unterkunft. Genau, 22 Kilometer. So, Antalya angekommen. Wir haben uns natürlich ein paar Tage gegönnt. Das Ganze hat uns ja schon ein bisschen mitgenommen. Ne? Es ist schon sehr, sehr schlimm, irgendwo im Ausland festzustecken. Und vorher, wo wir in Griechenland stecken geblieben sind, also das habt ihr ja nicht mitgekriegt. Das Problem war, die haben uns jede 2 Stunden gesagt, in einer halben Stunde sind die bei euch. Und das haben die bestimmt 5-6 Mal gesagt.
Und wir haben wieder 2 Stunden gewartet, wieder angerufen, wieder eine halbe Stunde später kommen die. Und dann haben sie den Standort geschickt. Einmal war es, was weiß ich, 60 Kilometer entfernt. Dann war es auf der anderen Richtung 60 Kilometer entfernt. Dann war es wieder andere Richtung, wieder 60 Kilometer entfernt. Das war echt eine Katastrophe. 2600 Kilometer da gehabt und sind hier nochmal 1100, 1200 Kilometer gefahren. Es hält alles super. Ich habe auch ein, zweimal gedrückt extra, um zu sehen, passiert jetzt hier was oder nicht. Weil lieber passiert mir hier was als woanders. Aber alles scheint in Ordnung zu sein. Und ja, auch mit diesen Späten, Leute. Ne? Ist ja klar, ich habe auch gesagt, das ist nicht okay, was ich gesehen habe. Da habe ich auch im Video alles gesagt. Aber man ist halt ein bisschen auch darauf angewiesen, ja, was die Leute machen. Ihr habt natürlich viel nicht mitgekriegt. Wenn jetzt drinnen im Motor Späne wären und ich jetzt gesehen, ich lasse das da. Ich habe natürlich geguckt, gemacht, getan. Ne? Natürlich, Magnet kann man nicht machen, weil es Aluminium, da kann man nichts machen. Ist nicht magnetisch. Aber ich habe nichts gesehen. Ne? Also der hat schon gut gemacht. Und der Pokémon selber hat ja auch sehr viel sauber gemacht. Und so muss ich auch sagen. Das heißt, wir haben bezahlt 430 Euro. Mit Abschleppen aber. Das war mit Audi Originalteile. Und ich sag dir, die Teile haben ungefähr 100 Euro gekostet. Und Abschleppen 150, also was bleibt über? Ja, haben sie wenig für die Arbeit genommen, würde ich sagen, ne? Genau. Ja. Deswegen, alles gut. Ich bin zufrieden. Die haben eine Top-Arbeit gemacht. Klar, bei der einen oder anderen Stelle hätte ich mir doch einen Drehmoment gewünscht. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja nächstes Jahr hier und der... Oh, der wird den gleich anfangen. Vielleicht kann ich ja mit Ghidorah reden, dass wir nächstes Jahr vielleicht 1-2 Drehmomente runterschicken. Vielleicht freuen sie sich dann. Danke nochmal für die ganzen netten Nachrichten. Ehrlich, ihr habt mich aufgebaut in dieser Situation, muss ich sagen. Und für die Leute, die sich gefreut haben, dass ich stehen geblieben bin. Ich hoffe mal beim Händewaschen, dass euer Ärmel runterrutscht. Was soll ich sagen? Ja. Schön, dass du sowas Schönes wünschst. Minus 10 Grad, die Hände wäscht. Das ist unangenehm, kenne ich. Ja. Zu gut. So Leute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Eidosch, da geht's lang zum Meer, da lang. Komm. Juhu. Şaban, söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya? Hayır. Gaziantep? Kahramanmaraş? Değil oğlum, bu tarafa. Edirne? Tamam, çık dışarı. Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi?